Moin, moin, meine lieben Zockerfreunde, ich darf euch herzlich begrüßen zu einer weiteren Folge Transport Fever 2 hier auf Kante Zockt. Schön, dass du eingeschaltet hast, ich darf begrüßen an meiner Seite den lieben Manu. Einen wunderschönen guten Tag, guten Abend oder guten Morgen, je nachdem, wann ihr die Folge guckt. Genau. Und wir spielen ja nicht im Pausenmodus, sondern der hat wirklich, der wartet auf freie Wege und der nächste Zug, der vor ihm ist, ist hier hinten. Nee, schon fast im Zielbahnhof. Hier. Ja, ja. Das ist ja schon wieder. Der Kante hat nämlich wieder geschludert. Schludert, das ist sehr freundlich ausgedrückt. Ja, ich habe geschludert. So. Ich habe nämlich keine Signalisierung gemacht auf der Strecke. Für Öl. Die anderen haben alle Signale. Weil wir brauchen nicht so oft wie bei der anderen. Machen wir nur jeden zweiten. Und was ich beachten muss, ist ja, dass Linksverkehr ist, genau. Nee, ist auch falsch. Mhm. Die Signale müssen in der Mitte der Strecke stehen. Ich krieg's hin. So, der fährt. Zweifel ich nicht. Gegengesetzt. Also ich fand vorhin die winkenden Signale total toll. Mhm. Klappwinken. Ja. Andere nennen das Schnappatmung. Hilfe, ein Zug kommt, Hilfe, ein Zug kommt. Ja. Was mache ich denn jetzt? Oh nein, oh nein, oh nein. Soll ich ihn jetzt nicht? Da fährt er zurück. Da fährt er hin. Oh, das könnte beim Öffnen ein bisschen wehtun. Plonk, plonk. Jetzt klappt das. So. Hier haben wir schon mit der Signalisierung fertig. Und hier auch. So, jetzt fährt nämlich der eine auf jeden Fall schon mal los. Da ist er jetzt schon. Oder ist das schon der zweite? Nö. Der fährt auf jeden Fall schon mal los. So, da brauchen wir mal ein bisschen nachhelfen, dass hier mal ein bisschen mehr Action unterwegs ist. Der hat nämlich auch schon beladen. Und der nächste müsste gleich hier hinten, da kommt schon der nächste zum Rumzirkeln. Also ist schon okay soweit. Aber die müssen natürlich, wenn sie beladen sind, dann müssen wir zusehen, dass wir das Zeug auch da hinkriegen. Also, das ist schon wichtig. Guck mal hier. Wir haben den schon auf zweite Stufe gehabt. Der geht jetzt auch in die nächste. Der hier will noch in die nächste Stufe. Also, das ist schon eine gute Entwicklung. Hier haben wir auch eine sehr gute Entwicklung. Brot ist gerade angekommen, ist gleich beladen worden hier. Zack, alles weg. Sehr gut. Jetzt gucken wir noch mal eben kurz nach dem Stau. Nach dem Stau ist vor dem Stau. Hier ist noch ein bisschen Stau, das ist aber auch okay. Auch wenn wir hier eine Busspur haben. Muss ich die ganze Strecke lang machen, oder? Scheinbar. Schwierig. Aber ja, ich würde es fast machen. Ja, aber ich weiß nicht, ob die denn da hinten runterkommen. Hier, die Autobahnabfahrt. Ja doch, die können über zwei Spuren, weil du hast so einen Abbieger. Aber ich habe nur einen einspurigen Abbieger. Ja und? Okay. Solange der nicht Busspur ist, sollte das eigentlich funktionieren. Soll ich die Abfahrt auch als Busspur machen? Würde ich fast sagen, weil eigentlich benutzen ja nur Wiese. Städter also, sollen also wir wollen sie exklusiv benutzen, sagen wir es mal. Ey, wir haben sie bezahlt. Wir haben sie gebaut.
Okay, so, das haben wir schon mal ganz wichtig nochmal nachgesetzt. Wir haben auch schon erste Waren hier in Gantopolis. Mit 85 sind wir schon bei 10% Versorgung. Super. Okay, Signalisierung Öl haben wir gemacht. Also gehen wir jetzt nach Zittau. Denn in Zittau hat der Bürgermeister darum gebeten, dass wir eine Schiffslinie bauen, die bis rüberragt nach Halle. Und da haben sich die beiden Bürgermeister gegenseitig darauf geeinigt, dass wir hier mit dem Schiff ranfahren. Wollten wir dann hier in der Bucht hin? Ich glaube, das bietet sich an, ne? Wir wollten links in die Bucht, Ja. ja. Und wollten die Bushaltestelle nochmal da unten, wo der Wegpunkt ist, irgendwo in die Ecke noch mal Genau. eine hinsetzen, um einfach eine gute Anbindung zu haben. Das wollen wir machen, genau. Also brauchen wir jetzt hier einmal nochmal einen Hafen. Groß, zwei Terminals, verdoppelt. So, werden wir so setzen, dass wir hier schön mittig unter der Brücke auch durchkommen. Warte mal, ich glaube, wir bauen erst die Straße, die dahin soll, ne? Wir wollten ja eine Stadtstraße, vierspurig, ne? So ganz mit zufrieden, immer noch nicht. Damit bin ich zufrieden. Dann können wir hier nämlich den Anleger machen. Ich gucke mal aufs Wasser, dann kann ich das ein bisschen besser einschätzen. Ich hoffe, wir haben ein Schiff, was da drunter durchkommt. Ich hoffe, das ist schiffbar. Wäre Also wir hatten wahrscheinlich da gut geguckt. gewesen, das vorher zu gucken. Wir hatten geguckt gehabt, ob schiffbar oder nicht. Ja, ist schiffbar. War schiffbar. Ein Glück. Haben wir aber Glück gehabt, doch. Darf nur kein Segelschiff sein. Ja doch, mit dem Klappmast. Die Team Ferry, wenn das Radar hängen bleibt, ist nicht schlimm. Kannst du für Rückfahrt wieder mitnehmen. Okay, also wir brauchen einmal ein Ampelwerkzeug. Dann wollen wir das Ganze einmal kaufen. Und dann gucken wir mal, was wir daraus machen. Gleich, als Anschluss. Wir haben ja von hier aus, kommen wir bis zu der Haltestelle und bis zu der Haltestelle und bis zu der Haltestelle. Also ist schon mal ein sehr guter Anfang. Ja, es sollte ja direkt vom Hafenterminal eine Haltestelle sein, können wir ja dann drehen lassen, die Busse. Einen links, einen rechts. Wollen wir denn in die Bucht rein oder hier so ein Stückchen schaffen oder hier an Land oder? Warte mal, da fährt der Bus lang. Dann können wir theoretisch da die Haltestelle hinsetzen und hier mit dem Anleger Ja. bitte wenden. Willst du die Straße vorher nicht noch vierspurig bauen? Das ist eine schöne Idee. Einfach nur so prophylaktisch. Kannst natürlich auch sechsspurig bauen, aber vierspurig sieht, denke ich, gut aus. Vierspurig ist super. Dann haben wir jetzt schon mal die ersten. Ja. Das ändern wir gleich noch mit einer neuen Linienführung. Ja, er kann dann nur rechts abbiegen, deswegen. Genau. Und wie Also ändert man kriegt das? er Mit einer eine Busspur. Busspur. Genau. Und siehe da. Huch, er fährt jetzt geradeaus. Welch Wunder. Ein Wunder ist geschehen. Das ist fantastisch. So, das heißt, wir werden jetzt hier den Anleger. Ich gucke nochmal eben. Nicht, dass ich das jetzt hier falsch mache. Kommen wir an der einen Seite gar nicht hin, aber die buddeln wir aus, ne?
Soll ich die schräg reinstellen? Nee. Doch, kann ich auch eigentlich. Davor noch kleine Gebäude hinsetzen oder was auch immer. Guck mal, hier drüben haben sich schon Gewerbegebäude gebaut. Baujahr 2021. Ihr habt vielleicht schon gesehen, wir haben die Zeit wieder fortschreiten lassen. Was ja auch schon sehr schön ist. So, Auge aus. Neue Linie. Nennt sich wie immer ganz kreativ Schiffslinie. Zittau. Was haben wir gemacht? HAL? HAL für Halle, ja. HL oder HAL? HAL. Gut, okay. Hector Alpha Lima. Sit down. Da. Personen, Touristen, Touristen. So, das heißt, wir fangen hier an, unter Halle und fahren einmal hier rüber. Habe ich gar nicht mehr dran gedacht. Ich habe gerade gedacht, nein. Aber hat alles geklappt. Und hier schön um Pfeiler rumfahren. Läuft super. Also brauchen wir auch den zweiten noch gar nicht rannehmen. Das ist völlig in Ordnung. So, hatten wir nicht noch irgendwie hier in Leipzig? Ach, in Leipzig, siehst du. Gut, dass Manuel immer alles aufschreibt. So, wir wollten hier etwas rasanteres nehmen, die Damon Ferry. Die hat ordentlich Leistung, ordentlich kmh und schafft auch 100 Kapazität und 100-fache Ladegeschwindigkeit. Ja, sie hat ja zwei Ein- und Ausgänge, also von daher sollte funktionieren. Vier Stück? Ja. Finde ich für den Anfang sehr gut, so wie hier der Zustand gerade noch ist. Ja. Willst du sie einfärben oder willst du sie auf die Linie packen? Ja, blauer Bug. Blauer Kiel. Besser dazu passen, ne? Mhm. Blauer Kiel. Ja gut, die Original ist halt rot, aber das liegt ja an der Ecke, wo sie fahren. Das können sie immer noch selber umrollen. Über das Ulster Red. So. Ja, und wir haben sogar schon Nachrichten dafür. Das gibt's aber nicht. Doch. Wie kann das denn passieren? Direkt aus dem Faxgerät gefallen. Name Faxgerät. Aber die werden oben natürlich den Kram abreißen. Naja, egal. Nachrichten. Daily News, Zittau. Wasserlassen für Anfänger. Wie bei der alljährlichen Feier des Bootsclubs Zittau bekannt gegeben wurde, hat Herr Kant zockt. Erfolgreich die Prüfung zum Steuermann bestanden und wurde in den Verein aufgenommen. Zur Feier des Tages wurde die neue Hafenanlage Zittau eröffnet. Beim Ablegen hat Herr Kant direkt das neue Schiff Nikaimor gesetzt. Über den Sachschaden wurde keine Aussage getroffen. Die zur Abdichtung des Lecks verwendete Schweineschwarte eines halben Schweines hielt bis Halle problemlos. Aktuell fährt die Fähre immer noch mit diesem Provisorium. Das Müffeln in Kabine 13, 14, 15 ist durchaus erträglich und der Preisrabatt für die Kabine von 50% ist doch recht ordentlich. Und wer die Fehler in dieser Nachricht findet, der sagt mir bitte Bescheid im Kommentar. Hey, 50% Rabatt ist doch also Schnapper. Mhm. Ja, gehen wir ins Schiff rein. Warte.
Wo denn? Ja, so unter Deck. Okay, das ist zu weit unter Deck. Nee, wieso? Achso, ja, du bist jetzt gerade im Zwischenraum zwischen den zwei Pontons. Das, was die Fähre so schnell macht. Die zwei Bug, also diesen Katamaran-Bug. Aber was finden wir hier nicht? Kabinen. Ja, genau. Das ist ja eine Schnellfähre. Ist ja was los hier, ne? Ja, das heißt, wir müssen jetzt immer noch, also wir arbeiten immer noch nach. Das heißt, wir haben immer noch nicht die Versorgung sichergestellt von Eisenhüttenstadt und auch noch nicht die Versorgung sichergestellt von Halle. Also das ist noch die Sache, die wir in den nächsten Folgen auf jeden Fall noch machen werden. Eine Stadt haben wir noch zu vergeben. Und ja, noch viele spannende Bauten. Also wir müssen ja auch noch die Mitfahrt machen, einmal durch den Tunnel. Ich bin da sehr gespannt, auch wie das da jetzt, ob das da jetzt besser läuft alles und sich da nicht mehr Stein und Co. staut. Ja, müssen wir mal gucken. Also wenn Steine sich da im Moment gar nicht stauen, könnte man eventuell sogar eine von den Loks, wollte ich gerade sagen, eine von den Zügen runternehmen. Einen von den Zügen. Ja, war das deutsche Sprache interessante Sprache? Ja, aber es ist live. Ja. Live und ungeschnitten. Aber deutsche Sprache ist immer noch eine der schwersten Sprachen, ne? Also im Chat wird gerade diskutiert, ob Kabine 13 vergeben wird auf einem Schiff. Ja, sie wird vergeben auf einem Schiff. Im Gegensatz zum 13. Stock eines Hotels. Oder Zimmer 13. Wird nicht vergeben? Doch, auf dem Schiff wird sie vergeben. Aber in den meisten Fällen ist es eine Crewkabine. Okay. Weil 13 ist doch ziemlich tief unter Deck. Gerade bei großen Kreuzfahrtschiffen. Ja. Ja, und ja. In Flugzeugen gibt es die Sitzreihe 13 ja auch nicht. 12, 14 geht's weiter. Ja? Ja. 13 gibt's in ich fliege leider nicht so häufig, aber ich finde es durchaus interessant. Ja, und in der Formel 1 wurde bis zur Änderung der Startnummernregel, als die Startnummern ja noch fortlaufend waren, außer der Weltmeister hat ja 1 gekriegt, wurden ja immer 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 11, 12 und dann das nächste Team hat 14, 15 bekommen. Ach Quatsch. Ja, die 13 wurde nicht vergeben, erst zu dem Zeitpunkt, wo es eingeführt wurde, vor ein paar Jahren. Dass man die Startnummer ja ein Leben lang behält in der Formel 1, darf die 13 gewählt werden. Verrückt. Ja. Was hat nie Allgifte? Ja, aber einen Startplatz 13 gibt es in der Formel 1. Das ist meistens auch die bessere Linie, weil es die Linie ist, wo die Fahrzeuge häufig langfahren auf Start und Ziel. Hat mehr Grip. Starten als die 14. Ja, weil da mehr Gummi drauf liegt. Ja, genau. Ja. Ist nur im Nassen etwas problematisch. Das ist dann wie Schmierseife. Sind die anderen Schiffe denn jetzt hin? Wir sind jetzt alle hier raus, ne? Ja. Okay. Das heißt. Irgendeins sollte jetzt nach Zittau fahren. Fährt nach Unterhalle und der fährt nach Zittau. Der fährt nach Zittau. Und der noch unter Halle. Oh, ist klar. Ja, teilen sich schon umbenannt. Ein wenig auch. Oh, oh. Lorch Eisenerzbergwerk schließt. Welches von den vielen? Gucken wir gleich mal. So, und hier oben haben wir jetzt noch Halle. Oh, guck mal, stehen schon welche, die Armen. Ah, wir wollten noch eine Bushaltestelle da oben hinbauen. Aber eigentlich haben wir genügend Anbindung, oder? Hm. Also wir kommen bis da vorne hin, ja. Aber die Straße können sie auch langlaufen. Ja.
Wenn es zu viel wird an der Bushaltestelle, stellen wir halt hier unten noch eine hin. Ja, zumal wenn es nachher zu viel gelaufen wird, ne? Mhm, genau. Ja, also wie in Haltern da die ganze Meute am Laufen hast. Dann wird das schon ganz schön eng. So, dann müssen wir uns nochmal überlegen, wie wir hier die Abdeckung machen. Weil wir werden ja hier wahrscheinlich ankommend. Was ist denn hier so los? Zumindest einen der Güterzüge hier antreffen. Ach Gott. Oh, ausgelastet. Die ja, nicht. Der kann ja gar nicht mehr produzieren, weil der verbraucht ja schon 1000. Ja, also entweder müssen wir die aufbohren. Wie ist das? Eieiei. Wie weit ist die Fabrik? Die startet auch gerade weiter durch. Ich glaube, dein Kantopolis-Schiff braucht Austausch. Das ist doch Haltern. Oder? Ach, das ist eine Haltern. Oh, Entschuldigung. Ja, da sollte man vielleicht entweder mehr Schiffe drauf schicken oder eigentlich die großen Pötte jetzt. Meinst du? Kantopolis wird doch gar nicht direkt angefahren. Stimmt, da war ja was. Logo, Schubboot, das zweite von unten, oder? 326, zwei Abteile. Dann eigentlich das Container haben wir immer genommen, das dritte von unten. Ja, aber das schafft 600, das finde ich ein bisschen Quatsch. Ja, das war ja der Mod, der hat ja auch die höhere Ladegeschwindigkeit gehabt. Genau dasselbe. Nimm lieber den Herkules-Container, oder? Mehr laden. Ja. Sind zwar schneller, aber wir nehmen erstmal den hier. Dann kriegt er zumindest schon mal ein bisschen mehr mit. So, und Kantopolis fährst du ja. Einsteigen und umsetzen, bitte. Gut. Nächster Halt. Ja, wenn es noch Kunststoff beikäme. Kunststoff war hier oben. Weiterhin mehr Öl. Ja, wir müssen uns noch um Lorsch müssen wir uns auch noch kümmern. Oh. Ja. Ja, den können wir ausbauen. Da bauen wir schon mal den nächsten Ofen dran. Dann haben wir gleich hier Gas. 500. Ja. Das heißt, wir bauen den jetzt auch erstmal auf. Ja, das war genügend. Weil da stehen die Trams rum. Wie sieht das hier aus? Das hatten wir schon auf 1000 hochgestuft, ne? Ja. Ja, den hatten wir schon, wo wir gesagt haben, wir haben genügend. Haben wir jetzt eine Produktion von 3 und der Verbrauch 2. Aber wir brauchen ja nachher für 2000 Produktion brauchen wir 4000. Ja. Also bohren wir das Ding auf. Das Vierfache. Also auf 2000. Dann haben wir jetzt die Möglichkeit, die 4000 zu liefern und damit den Ausbau von dem hier hinzukriegen. Das müsste jetzt soweit klappen. Wir haben hier 2000. Müssen wir natürlich gucken, ob das mit den Zügen noch machbar ist oder ob wir die das nächste Mal aufbauen. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Das notiere ich mir mal auf meinem imaginären Schreibzettel. Check. Rüllzug Kappa. So, wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit. Hier läuft das ja, glaube ich, jetzt so ein bisschen besser ab. Ja. Also das läuft wirklich, wirklich viel, viel besser jetzt. Da stehen nicht mehr so viele rum. Das sieht auch alles gut aus. Hier liegt überhaupt nichts mehr rum. Getreidetechnisch. Kriegen wir auch ab, gell? Frühstückt. Auch abgefrühstückt. Wie sieht das hier aus? Das passt auch alles noch da rein. Brötchen läuft auch noch. Ja, Konsum 8000.
Hier ist die, der große Schraubenschlüssel, hier ist die, die große Maschine ist weg. Also das arbeiten wir nach und nach jetzt alles runter. Was sagt die Maschinenfabrik? Sagt 3,3 haben wir an Versand. Also 4000 ja. Produktion, aber 3,3 an Versand. Und ja, dann müssten wir jetzt Lorsch noch angucken. Stimmt, wir wollten Lorsch noch ein bisschen besser verteilen. Genau, das wäre das noch so. Das war jetzt ja noch unsere Überlegung gewesen. Intention. Ja, nochmal ein Gebäude in der Hand. Hier unten haben wir alles kraftstoffmäßig. Das heißt, das würde ich durchaus mit der Bahn machen, die hier außen rum fährt. Und hier in der Mitte haben wir dann ja noch ja, eine Möglichkeit, das anderweitig abzudecken. Wir machen jetzt erstmal außenrum die Bahn. Ja. Damit wir das schon mal soweit in den Griff haben. Hier fährt der curryfarbene, die curryfarbene Linie. Und da werden wir jetzt gegenläufig. Sehr optimistische Farbe. Ich würde eher sagen Baby-Durchfall-Gelb. Ich mag kein gelbes Curry, ich esse nur rotes. Ist doch völlig in Ordnung, musst du auch nicht mögen. Aber dann fahren wir hier wieder durch zurück. Und wenn ich sowas mal in der Mittagspause esse, dann lacht mein Kollege immer, der ist gebürtiger Inder. Und ich sage, das ist aber schön scharf. Und er so, ja, ja, klar. Schön scharf. Ja, ja. Mhm. Und er gibt sich dann noch andere Sachen wie Chili-Flocken drauf, damit es halbwegs scharf wird für ihn. So, da setzen wir einmal ab. Ja. Und dann müssen wir hinten eigentlich noch an der anderen Haltestelle. Hier unten haben wir nichts. Das heißt, wir könnten theoretisch hier runtergehen. Kannst, ja, da in der Straße oder eins weiter gegenüber der Bus, der Tramhaltestelle. Falls sich das da weiter ausbaut, ja, habe ich verstanden. So, da. Und dann werden wir hier wieder statt einwärts fahren. So dass wir an Kraftstoff nahezu. Oh, falsche Richtung. Nahezu alles haben. Oh, müssen wir jetzt nur noch ein bisschen Gleise reinschrauben. Etwas an Gleisen noch rein prügeln, das stimmt. Werkzeuge. Gleise mit Oberleitung. Mal ganz oben den großen Ring sehe ich nicht für nötig. So, das heißt, wir brauchen jetzt die Linie. Linie verwalten nach grüner Weg. Ne, vor grüner Weg. Also von hier aus biegen wir hier ab. Fahren da einmal hin. Setzen da ab. Der grüne Weg kommt raus. Und dann haben wir die beiden Wegpunkte und sind fertig. Da haben wir jetzt drauf an Fahrzeugen 16 Stück. Sollten das eigentlich hinkriegen? Ja, wenn ich mir die Kapazitäten angucke, die sie gerade haben. Na gut, wir haben natürlich gerade die wichtigste Haltestelle rausgenommen. Ne? Ja, klar, die sind jetzt gerade alle mal per Vollbremsung entladen worden. Nee, die andere. Wieso? Ja, du hattest zuerst die Personenhaltestelle in der Hand. Ach so. Wollte gerade sagen, hä? Ja, ich habe diese berühmt-brüchigen 2,5 Sekunden Delay. Ja, ich weiß. So, und jetzt wollten wir nochmal Warenabdeckung benutzen. Ja, glotzen, da, könnt, ne? Da könnten wir ja dann den Gedanken spielen. Wir haben ja da oben die Haltestelle, wo wir ja gerade die Maschinen abholen. Wenn man da mit reinfahren würde, hätten wir da oben den Teil eigentlich auch abgedeckt. Wollen wir die Maschinen abholen? Die holen wir hier unten ab. Ja, da könnten da könnt wir reinfahren, da hätten wir. Wenn du die mal anklickst, ist die halbe Stadt. Könntest du gegenläufig hinten. Ja gut, das ist halt. Okay, wir uns wieder die Holz-LKWs, das ist natürlich auch nicht so schön.
hattest du bei unserer Vorbesprechung ja durchaus recht. Oh nein! Ja, ich gebe ihm mal recht, aus Versehen. Das ist auch noch mitten in der Aufnahme. Manu, das kannst du doch nicht machen. Jetzt verzweifeln sie alle. Kante hatte recht, das gibt's ja wohl gar nicht. Also ich würde sagen, wir setzen hier hinten einfach nochmal ein Ladeterminal hin, wo wir dann umschlagen, genau. Umschlagen. Also dann das abholen und dann einfach reinfahren. Oder? So dass wir sowohl Maschinen, aber auch Waren abholen können. Also wir quasi ein Ersatzterminal für das Ding hier kriegen, weil da da kriegen wir nichts mehr rein. Mach's vielleicht mal 60 oder 100 Meter lang. Ja, wir können ja volle Länge und dann ein bisschen nach links und nach rechts und dann sind wir alle glücklich. Oh. Man kann auch noch überlegen, da seitlich reinzufahren, hinten noch reinzufahren, oder weiß ich, was es alles gibt. Aber das ist eigentlich so das, was wir jetzt als nächstes Ziel halt machen sollten. Ne? Ja. Also wir würden dann hier abfahren. Tram, oder? Ja. Ja, Tram. Tram, Tram, Tram. Tram, Tram, Tram. So, da fährt der Fernbus raus. Der kann uns aber ziemlich Wumpe sein. So, von hier aus haben wir abgedeckt bis da vorne. Das heißt, wir fahren hier raus. Mhm. Da fährt die Verkehr, die normale. Da raus. Ja, da können wir aber langfahren und fahren dann hinten wieder zurück. Wir sind ja im Prinzip. Und wenn wir gegenläufig fahren? Ja, das wäre natürlich noch besser. Im Moment haben wir die gelbe Linie. Das heißt, wir könnten theoretisch, wenn wir jetzt von hier hinten kommen, gegenläufig bis hier vorne rein. Hier einmal rüber. Mhm. Dann haben wir schon. Ja, und dann gegenläufig zur braunen nach oben wieder gehen. Hier ungefähr. Stadt schon. Und da ersetzt du aber eine Tramhaltestelle für ein Ding. Ja, also ich würde auch nur durchfahren, ich wollte nur gucken, was wir an Abdeckung haben. Dann würden wir wahrscheinlich bis hier vorne hin ungefähr fahren. Mhm, da eine Haltestelle. Dann hast du hier schon massiv an den. Ja, da kriegst du schon einiges abgefrühstückt. Vom Werkzeug und Co. Ja, und von da gegenläufig wieder hoch. Da kriegst du einen Bahnhof sogar noch mit rein. Ja, müssen wir aufpassen. Ich will hier unten halt gerne die Maschinen, würde ich gerne mit reinnehmen, die hier unten noch sind. Ach so, ja gut, die werden aber von unten versorgt. Stimmt. Kommt aber nichts hin, weil auf den anderen Zoprix raufkommt. Ja, stimmt. So, dann lass uns. Aber wenn wir jetzt hier reinfahren, ne, dann könnten wir theoretisch auch bis hier hinten hin noch fahren. Dann sind wir hier einmal quer durch. Mhm. Machen hier hinter den Ausladevogel. Mhm. Fahren dann wieder hier hoch. Machen hier noch einen Ausladevogel. Den muss uns weiter. Fahren dann hier wieder zurück. Nee, das wäre zu weit. Würde ich dann hier wieder runterfahren, dass wir wieder zurück zum Terminal kommen. Ja. Bist du mit einverstanden, ja? Ja, und beim Losfahren würde ich vor der Kreuzung noch einen Halt machen, dass du da oben die Stadt abdeckst. Da, wo die rote Straße anfängt, da in dem Bereich genau da. Hast du den oberen Teil komplett abgefrühstückt? Ja. Ja. In der Stadt drin halten, unten halten und auf dem Rückweg einmal an, damit ich weiß, wo wir ungefähr sind. Eigentlich unten gegenüber an der normalen Tram. Ja. Ah,
ziehe ich aber noch weiter vor, damit wir uns hinten nicht irgendwas Rückstaubendes querschießen. Dann gerade runter, bis in die Querstraße rein. Dann wollten wir hier hinten hin. Ja, an dem Hochhaus. Die Straße, genau da, ja. Da meinst du, ne? Genau. Wegen den Maschinenteilen. Ja. Die noch loskriegen. Ja. Und dann. Da. Genau, wollten wir wieder da an der Stelle rechts rum? Nee, bei der braunen Linie rechts rum, genau. Und dann halt mal da oben darüber. Also wir fahren gegen der braunen sozusagen. Ja. Mhm. Und dann müssen wir da noch uns einen Haltepunkt suchen, weiter oben, der dann den Rest links abdeckt. So. Da kriegen wir nicht, weil da ein Wegpunkt ist. Und eins weiter. Da kriegen wir nichts zwischen. Da könnten wir noch hin. Ja. Lass uns zweimal halten. Einmal vor der Ding und einmal danach. Dann hast du alles. Wenn er nichts mehr hat, dann hat er nichts mehr. Ja, das ist Westteil der Stadt und weiter oben nochmal halten. Dann kriegst du da die Außenbezirke. Ein Stück zurück noch. Ja, dann hast du den Rest. Alles um die Maschinenfabrik, Ladehalter. Da. Okay, also neue Linie. Ja. Und dann stampfen wir die grüne hier hinten ein, ne? Die da? Ja. Die liefert ja rüber zum Bahnhof. Was liefert die da drüber? Maschinen. Maschinen die haben direkt einen Anschluss. Stimmt, die haben wir mittlerweile durch das Terminal oben direkt einen Schluss. Boah, dann können wir eigentlich die grüne nehmen und umbauen. Ich baue jetzt neu. Jetzt zu spät, aber da haben wir die Trams schon drauf, ne? Ja. Na gut, komm, dann machen wir. Also sowieso erstmal noch gleich die Straße fräsen. Die brauchen wir. Schienenpendel. Okay, also können wir das gleich machen. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal die Fräse rausholen. Ja, erst Fräse ansetzen und eventuell noch die Straßen verbreitern, je nachdem. Oberleitung. Mhm. Fahren hier quer durch. Bis hier hinten hin. Und da oben wieder zurück. So, haben wir jetzt eigentlich eine Linie kaputt gemacht. Nee, die gelbe, das ist in Ordnung, dass sie so fährt. Aber passt. Gut, also brauchen wir jetzt Haltestelle hinzufügen. Erstmal hinzufügen und dann anbauen. Dann die letzte weg. Morch Anbau fahren wir bis hier vorne hin zum Lindenweg. Vom Lindenweg zum Finkenweg. Vom Finkenweg. Hinter Nordschildlauch. Mühlenstraße. Burgstraße. Und Tulpenweg. So, dann nehmen wir jetzt die 1, die 2 und die 9 raus. Die 1, die 2 ist automatisch rausgegangen und die 7. Der verlässt dann die Feld. Das heißt, der fährt dann hier. Leute, da liegt schon. Liegen schon Sachen. Der fährt damit raus, genau dahin. Ja, da oben müssen wir wahrscheinlich noch einen Wegpunkt machen, oder? Nicht mal. Umfahren. Ja, obwohl, der kann da auch so rumfahren. Finde ich gar nicht so schlecht, wie er fährt. Ja, stimmt. Können wir so lassen, ja. So, Trams haben wir schon drauf. Hm? Theoretisch. So, müssen wir jetzt gucken. So. Linie verwalten ist die. Fahrzeug verwalten. Und hier aber andere nehmen, oder? 12 Trams, klar, können wir aber neue nehmen, ne? Aber wir haben doch die Cobras. Die Cobras?
Na gut, ist ein ganz schönes Gebiet, was wir jetzt abdecken, ne? Ja. Ja gut, gebe ich mich geschlagen. So, der erste fährt schon zum Ladeterminal. Da müssen wir, glaube ich, nur ein Häuschen setzen. Ja, auf jeden Fall. Da würde ich... Sicher ist sicher. Wir haben ja noch Einfahrt. Wenn Platz Häusele, ist. Häusele, Häusele. Dr. Autosave macht es wieder extrem spannend. Ja, und zieht es unnötig in die Länge. Aber wir sehen gleich wieder rum hier so. Yeah. Grausam, ne? Ja, es geht immer so schnell. Gerade angefangen. Kaum was geschafft. Sind wir schon wieder bei Folgenende und haben schon fast wieder überzogen. Achso, warte mal, wir können den natürlich auch noch sagen. Ja, dass er erstmal außen fahren soll. Linie verwalten, also Gleis. Auf die 4, alternativ auf die 3. Oh, schon ein nettes Potpourri. Ja, ein guter Anfang. Zum Glück genügend. Aber das Schöne ist halt auch, dass wir jetzt schon direkt an der Maschinenfabrik dran sind, sodass die Maschinen schon direkt zu uns überschwappen. Holz wird auch angeliefert, läuft. Boah, voll die Schnapszahlen. Ah, ich weiß aber, was jetzt passieren wird. Der Hafen wird keine Maschinen mehr kriegen. Das stimmt. Deswegen hat man die offen gelassen. Dann machen wir doch eins. Dann setzen wir nach dem Tulpenweg. Soll er da einfach oben reinfahren? Oder in das Terminal und dann zurückfahren? Lassen wir ihn nochmal links abbiegen. Wo willst du da links abbiegen? Nach dem Tulpenweg nochmal abholen und dann zurückfahren. Ja, aber du kriegst von hier aus, kommst du nicht am Bahnhof ran. Da hat der Manu leider vollkommen recht. Ja. Das hätten wir lassen sollen. Daran habe ich nicht gedacht an den Rahmen. Ja, es kam mir nämlich jetzt gerade, warum funktioniert das nicht? Ja, der Hafen ist zu weit weg. Machen wir uns eine Linie, die aber nicht durch die Stadt fährt. Dann lass uns doch von dem einen Terminal zum anderen fahren. Sonst kommst du nicht darüber zum Links. Ja, stimmt. Die Haltestelle. Du brauchst die Haltestelle, kommst du nicht drum rum. Ja gut, aber die können wir ja auch von oben anfahren. Deutlich kürzer. Im neuen Terminal. Dann muss er nicht quer durch die Stadt gondeln. Ach, du meinst, wir fahren jetzt von dem Terminal dahin? Ja, von oben vom Terminal fahren wir jetzt einfach da die Maschinen hin. Haben wir ja noch zwei Plätze frei. Machen wir eine kleine Linie. Machen einmal die Tour. Ja. Oder wir nehmen sie mit rein. Auf dem Rückweg. Auf dem Rückweg ist eher schwierig. Sehr schwierig. Tulpenweg, ja. Du bist da nämlich rumdrehen. Na, ich werde eine eigene Linie machen. Kurz knackig, drei Wagen drauf. Ja, drei Wagen müssten reichen, das stimmt. Alter Schwede, guck mal, unsere Einnahmen an. Ja, schon fürchterlich. Eine Folge, eine Milliarde. GTR. Okay. Gütertram, Hafen, Maschinenhafen oder Lorch, Maschinenhafen, Hafen, Zubringer, Pendel. Wir haben da ja einige. Wie bitte, Manu? Wir haben da ich ja hab einige. Ich hab dich nicht verstanden. Maschinenpendelhafen. Und da. Der war gut, Alter. Ach, da. So oben nur. Weltstraße. Lassen wir ihn uns über den Wegpunkt.
Davor, also nach Leusch Anbau über den Wegpunkt. Genau. Macht er ja gleich. Sollte er gleich richtig machen. Ordentlich, genau. Boah, jetzt müssen wir echt von Zittau ausfahren, oder? Von Erfurt ausfahren, oder? Mhm. Krass. Ich würde die Elaines. Das ist die Elaine, ne? Elaine, ja, dass wir Masse haben. Dann 10-fach kaufen. Ja, machen wir erstmal 3 Stück. Wir müssen das ja eigentlich hinkriegen. Das waren ja im Bereich von irgendwas 100 und oder sowas. 70. 70 pro Bahn. Und hinsetzen, sind 210 sollte reichen. Halt Kantonpolis. Ja, zum Glück haben wir es jetzt noch gemerkt. Du hast es bemerkt. Ich L-O. L-O. Ja. GTRLO. Ja. Maschinenhafenpendel. So. Vorher hieß er Maschinenpendel. Jetzt haben wir Maschinenhafenpendel. So, wo ist jetzt die Fabrik, die kaputt geht hier? Warte mal, irgendwo bei Erfurt. Erfurt Eisen. Jetzt Wer ist es denn? Oh, es ist aber. Es ist aber auch. Müssen wir unsere Züge etwas? Ja, jetzt sind wir gleich schon über. Oh, müssen wir wohl oder übel? Mehr? Mehr. Mehr Züge oder längere Züge? Mehr länger. Mehr länger, das waren die Zanz, oder? War das die Zanz? Zanz oder Zacks? Sag ich dir gleich. Wir machen Pause, bevor der da reingefahren ist. Zackens. Also die untersten. Ja. Was haben wir jetzt? 172 Meter. Wir hatten drüben, müssen wir sonst noch gleich noch mal gucken, ob wir da ausgebaut haben genügend. Müssten wir eigentlich. Ja, 400 Meter. Ja. Ersten Step. 393. So, müssen wir ja noch einen zweite Lok nehmen, ne? Ja, wäre angebracht. Elektrisch. Was hatten wir da drauf? Die Baureihe. Also das ist in der Farbe ist es extrem schwierig. Die 752. 752. Baureihe 120. 120? Baureihe 120. Ein Modell der Baureihe 120. War die Versuchsträger-Lok. Oder? Da ist er ja. Krass. Gut, Manu. Ich hab noch richtig im Kopf gehabt. Alleine Zug oder mit Wende? Nochmal vorne. Gut. Also Doppeltraktion vorne. 13 Meter. 396. Wow. 840 Kapazität. Boah, kann man mitarbeiten. Da kann man ganz gut mitarbeiten, mein Lieber. So, du hast jetzt einen umgebaut. Ich habe jetzt erstmal einen umgebaut, ja. Als Abräumer. Erstmal als Abräumer und dann zumindest, dass wir bis nächste Folge noch ein bisschen Puffer haben und wir das in der nächsten Folge dann nochmal in gut und hübsch und schön machen. Ganz kurz, 700er Baureihen sind Bahnbetriebsfahrzeuge gewesen. Oder sind es noch? Deswegen. 8. Ja, es könnte knapp werden. Reicht nicht. Okay. Noch ein paar Gleise ranzaubern und ein paar Plattförmchen. Ist ja nicht so, dass wir eigentlich schon am Ende der Folge sind. Ja, das übliche Problem. Wie heißt es so schön im Eishockey? Overtime! Und die Folge ist erst rum, wenn wir im Bus sitzen und der Motor läuft und die Tür zugeht. So, 40, ne? Das heißt, 5 sind 200. 1, 2, 3, 4, 5, 400 Meter. Gut, dann haben wir zumindest 400 Meter schon mal abgedeckt. Genau. Hier liegen 621 Einheiten. Es läuft langsam an. Und der nächste Ölzug schafft 200. Schwierig. Außerordentlich schwierig. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Also schon mal notieren. Notizblock. Öl.
Kunststoff. Kappa. Kunststoff. Aber unsere Taktik lohnt sich. Wir bauen aus. Genau. Eins nach dem anderen, aber es läuft. Gut, wir bedanken uns natürlich recht herzlich fürs Zuschauen. Hoffen, dass es euch Spaß gemacht hat. Vergesst das Däumchen nicht und wenn ihr Lust habt, schaut ihr rein. Ich hoffe, dass ich am Freitag schaffe. Ich weiß gar nicht, wie mein Plan nächste Woche ist. Ihr werdet schon einfach sehen. Auf dem Discord, da gibt es eine Petze. Genau, oder auf Twitch, Follow, Glocke an und so kennt ihr ja, alles. So Sachen, genau. Genau. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche zur weiteren Folge. Transport Fever 2 hier auf Kante zockt. Bis dann, euer Kante mit dem Manu. Tschüss. Tschüss.